Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz tollen Pfleger-Adventskalender für euch. Und zwar steht neben mir der Dalton-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser wunderschöne Adventskalender ist ab jetzt verfügbar bei Dalton und kostet 119,90 Euro. Ihr bekommt aber mit meinem Gutscheincode PRESALECLAUDI 20% auf den Adventskalender. Und ja, ne, dadurch ist er ein bisschen günstiger, kostet nur noch knapp 96 Euro. Und ja, ihr könnt halt dadurch ein bisschen was sparen. Finde ich auch ganz cool. Aber ihr spart überhaupt an dem Adventskalender, denn da sind Kracherprodukte drin und der Warenwert, den ich euch auch dann nachher einblenden werde, ist einfach hammermäßig. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Das ist ein Kooperationspartner von mir, die Marke. Ne? Da geht es um Meereskosmetik. Das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben, wir sind alle Leben. Und wir kommen alle aus dem Meer. Deswegen ist es alles relativ gut hautverträglich für uns. Gerade ich mit sensibler Haut. Oh mein Gott, ich will reingucken. Okay, so, hier ist der Adventskalender. Merry Christmas, Dalton, Marine Cosmetics, Inspired by the Sea. Wunderschöne Farbe, wunderschönes Design, sehr erwachsen, das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und das hier vorne ist magnetisch. Wir haben einen Boxen-Adventskalender, ich stehe ja drauf, ne? Schauen wir uns das Design einfach mal an. Oh, hier ist einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, läuft, okay. Und ja, ihr seht, er ist ganz schön groß, aber ich stelle ihn mal in den Hintergrund auf meinen Stuhl Erwin, dann können wir uns den nämlich dann immer schön im Hintergrund angucken und ich falle nicht halb vom Stuhl hier. Das Motto ist Let it snow, let it glow und da möchte ich mal gucken, inwiefern uns die Nummer 1 erstrahlen lässt. Und die befindet sich hier und dass die Boxen nicht nur in Boxen sind, sondern dass hier auch noch Etagen drin sind, ist mir ernsthaft ein richtiges Fest. Ich liebe es, weil dann knallt das nicht alles runter, ne? Habe ich hier. Oh, richtig schön eingepackt, dass da nichts kaputt gehen kann. Hier haben wir die Extreme Lift Marine Filler Serum Geschichte. Okay, 10 ml sind hier drin enthalten und ja, ne, das ist einfach ein Gesichtsserum. Verwendest du nach deinem Toner und vor deiner Feuchtigkeitscreme. Cool. Ja, man kann sich halt wirklich so ein bisschen durch diesen Adventskalender in dieses ganze Dalton-Sortiment einfinden. Und das finde ich halt sehr, sehr praktisch, wenn es halt so Brand-Adventskalender sind. Natürlich auch mit dabei ist die Nummer 2. Und die ist klein und fein. Und da wird bestimmt eine Ampulle drin sein. Ich liebe die Ampullen von Dalton. Ich mag sehr vieles aus dem Sortiment, muss ich gestehen. Manches mag ich nicht so gerne, aber die mag ich gerne. Das ist die Q10 Energy Boost Ampulle und die hat sogar eine Abbrechhilfe mit dabei. Das ist klasse. Ja, die gibt dir halt nochmal so einen richtigen Energiekick, ne? Finde ich super. Sowas verwende ich gerne nach dem Toner direkt als Serumersatz oder tatsächlich je nach Konsistenz, ne? Vor einem Serum. Also wenn das eine Ampulle ist, die relativ schnell einzieht, dann verwende ich danach nochmal ein Serum. Aber wenn das eine ist, die ein bisschen reichhaltiger ist, dann brauche ich danach kein Serum mehr verwenden. Hier haben wir die Nummer 3 und die ist ganz schön groß. Was haben wir da drin? Wahrscheinlich dann auch ein großes Pflegeprodukt. Oh. Nein? Ich so, da ist bestimmt ein Pflegeprodukt drin. Der Adventskalender so, nee, ich packe dir da mal einen Lippenstift rein. Geil. Oder ist das so ein Lippenpflege? Das ist eine Lippenpflege. Oh, das ist, ich glaube, einer der edelsten Lippenpflegestifte, die ich je gesehen habe. Ich wusste nicht, dass die einen Lippenpflegestift haben. Es riecht einfach cremig. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja, das muss ich austesten. Da weiß ich noch nicht, wie der so ist. Aber finde ich interessant. Finde ich cool. Einfach mal hier so super edel aufgemacht. Ne, krass. Die Nummer 4 haben wir hier und die ist am Handgelenk von der Hand, die da so an den Mund sich ranfügt, quasi. Und das ist auch wieder eine kleine. Bei den kleinen habe ich, da glaube ich, dass da immer Ampullen drin sind. Müssen wir mal schauen. Aber da ist echt schön Füllmaterial drin, damit da nichts kaputt geht. Ja, und das ist die Sleeping Beauty Ampulle. Ich glaube, das war die, die mir ein Müh zu ölig tatsächlich sogar war. Also selbst mir können Ampullen zu reichhaltig sein, wer hätte das gedacht. Aber ja, ne, also ist auf jeden Fall eine Ampulle, die man abends verwenden sollte, weil sie halt sehr reichhaltig ist. Die Nummer 5 ist der Tag von Nikolaus. Mal gucken, was da drin sein wird. Dalton ist zwar eine Marke, die halt auch viele englische Slogans und so haben, zum Beispiel Inspired by the Sea, aber es ist ein deutsches Unternehmen. Aber trotzdem fühlt sich das so schwer an, als würden die den 5. Dezember als Tag von Nikolaus hardcore feiern. Hoffentlich lassen die uns auch daran teilhaben. Ganz viel Krüppelpapier. Oh mein Gott.
nicht euer Ernst. Das haut mich wirklich um, muss ich gestehen. Hyaluronic Urea, die hätte ich gerne vor einer Woche oder so gehabt, als ich hier so ein bisschen problematische Stellen hatte. Hydro Boost Cream, und das ist eine Full Size, ne? 50 Milliliter. Alter Schwede. Das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Also Urea ist ja wirklich ein super reichhaltiger Inhaltsstoff. Und den, gerade wenn die Haut so etwas irritierter ist oder wenn man halt super viel Feuchtigkeit braucht, ist das eine echt gute Geschichte. Und also ich finde es hardcore, dass sie da einfach mal einen kompletten Tiegel reinpacken, ne? Muss ich wirklich sagen. Wenn das jetzt in der Nummer 5 drin war, was haben die da Nikolaus reingepackt? Schauen wir mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge von Dalton. Und zwar ist es die Facecare Hydrolift Biozellulose Maske. Leute, die ist so geil. Mello Flori sagt das immer und genauso ist es auch. Wenn man die 2 Tage hintereinander verwendet, kann man die auch tatsächlich, nachdem man die ja, so 10, 15, 20 Minuten draufgelassen hat, wieder zurück in die Packung packen, weil du hast dann noch genug Serum drin enthalten und dann kannst du die am nächsten Tag wieder verwenden. Ne? Dann sparst du dir auch einfach mal 2 Masken zu kaufen, dann hast du halt ein und hast da 2 Tage was von. Finde ich auch ganz cool, dass seitdem sie das gesagt hat, mache ich das tatsächlich auch sehr gerne genauso. Und ja, Wahnsinn. Die ist so geil und das macht wirklich nicht nur so einen kurzfristigen Effekt, sondern es ist langanhaltend. Ich merke das wirklich, seitdem ich die halt regelmäßig verwende, so ja schon 2-mal im Monat oder so, ne, dass das auch wirklich was bringt bei mir. Das ist schon geil. Jetzt habe ich sie wieder da. Hier oben ist die Nummer 7 und das ist wieder eine kleine Box. Selten freut man sich so sehr über kleine Boxen wie bei dem Dalton Adventskalender, finde ich. Ne? Weil du da Ampullen drin hast und die Ampullen sind einfach... Ich mache es immer von der falschen Seite auf. Ne? Die Ampullen sind einfach geil. Oh ja, die ist auch richtig gut. Das ist aus der Extreme Lift Reihe Marine Filler. Eine ja, Antifalten-Ampulle und ja, auch die abends verwende ich die super gerne. Danach meinem Toner. Die Nummer 8 darf machen, dass es noch mehr kracht. Beauty has no age. Das steht tatsächlich hier drauf und das finde ich auch genauso. Ich finde zum Beispiel, dass mein Opa ein sehr, sehr schöner Mann ist. Und mein Opa ist Mitte 80 oder so. Ja. Und deswegen, also Schönheit hat auch wirklich kein Alter. Und hier haben wir drin Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion. Siehst du, der Körper darf auch nicht vergessen werden. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Stimmt, wir haben uns bislang hauptsächlich ums Gesicht gekümmert, ne? Ja, das waren nur Gesichtsprodukte. Jetzt darf auch mal so langsam der Körper dran glauben. Nein, darf auch mal ein bisschen Pflege abbekommen. Und die Körperpflegeprodukte von Dalton finde ich hammermäßig. Die haben auch so einen großen Tiegel, ich weiß gar nicht. Der ist das nicht, nee, nee. Das ist so eine richtige Body Cream und die werde ich mir am, oh, schön so, wenn es kälter draußen wird, ne, die werde ich mir gönnen, weil die macht so eine geile, gepflegte Haut. Vielleicht haben wir davon ja auch ein kleines Tiegelchen hier drin. Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns noch ein bisschen mehr freuen. Stressless, ja gut. Ich glaube, die mochte ich auch nicht so hundertprozentig gerne. Ich muss die alle nochmal durchprobieren. In meinen Aufgebraucht-Videos weiß ich das immer, aber dann vergesse ich das einen Monat später. Ja, es ist ein Träumchen. Genau, die Stressless-Ampulle ist das. Ich glaube, auch die hat einen relativ hohen Ölanteil, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Muss nochmal ausprobiert werden. Und wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Wir werden es sehen. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich in diesem Video, weil es eine Kooperation ist, eine Verlosung mache? Steht wahrscheinlich auch im Titel und in der Infobox stehen die Bedingungen dazu. Ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Hier haben wir die Nummer 10. Die ist sehr leicht, aber das heißt ja nichts. Oh, hier haben wir was Cooles drin. Es sind 2 Sachets, aber im Prinzip sind es 4 Anwendungen, weil du immer pro Anwendung nur ein halbes Sachet brauchst. Und zwar ist es Comfort Clean Soft Skin Effect, das Enzym Peeling. Als ich das erste Mal verwendet habe, war es auch das erste Mal, dass ich überhaupt Enzym Peelings verwendet habe. Und ich habe mir gedacht, hä, da passiert doch nichts. Dann habe ich das mal ein bisschen länger einwirken lassen und habe mir gedacht, wow, ich habe ein neues Gesicht bekommen. Das ist Wahnsinn. Also es ist nicht so, dass auf einmal prob das Gesicht runterklappt, aber es gibt ernsthaft einen krassen Effekt. Und wenn du das halt regelmäßig anwendest, natürlich langsam rantesten, das macht eine ganz tolle, sanfte Haut. Also kann ich voll empfehlen. Geil, dass es drin ist. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, da ist bestimmt eine Ampulle drin, weil das so klein und fein ist. Die ist geil, das ist die C-Ampulle, Skin Essential Activator, glaube ich, irgendwie sowas, keine Ahnung. Die ist mega, danach hast du ein ganz, ganz tolles Gesicht. Mag ich gerne und da spüre ich richtig die Pflege, nicht im Sinne von, dass es sich komisch anfühlt, sondern es sieht einfach geil aus und es sieht gepflegt aus, ne, mega.
Auf der Halbzeit der Nummer 12 steht It's the season to sparkle. Mal gucken, wie die mich zum Glitzern bringt. Oh, da ahne ich was. Ich würde sagen, dass diese Maske auch so ein Stück weit die Bevölkerung spalten wird. Es gibt Leute, die mögen es, dass man so Glow und wirklich Goldglitzer im Gesicht hat. Und es gibt Leute wie mich, die sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt haben. Die macht eine krass tolle Pflege in deinem Gesicht. Auch die kannst du halt zweimal verwenden. Aber ich mag diesen Glow leider nicht. Aber das ist so ein persönliches Ding von mir. Aber die Pflege mag ich. Deswegen verwende ich das gerne abends und morgens wasche ich mir ja eh nach dem Aufstehen nochmal das Gesicht. Die Nummer 13 ist sicherlich keine Pechzahl. Oh, das hatten wir letztes Mal auch drin. 15 ml Soul Vitalizing Cream. Und Soul ist eine sehr, sehr hochwertige, hochpreisige Reihe von Dalton. Wow. Soll auf jeden Fall das Gesicht vitalisieren. Ist schön und weil es nur 15 ml sind, glaube ich, dass es ein relativ hochpreisiges Produkt ist. In der Nummer 14 ist bestimmt auch wieder eine Ampulle drin, weil das so klein und fein ist. Ich warte ja noch auf meine Lieblingsampulle, das ist die Caviar Gauche. Mal gucken, wann und ob wir die drin haben werden. Das hier ist eine, da muss ich an Melloflori denken, die findet die klasse. Für mich persönlich mit meiner sensiblen Haut ist die zu hardcore. Das ist die Oh My Blush Ampulle. Die belebt den Teint und Leute, die belebt den Teint wirklich, wirklich, wirklich. Für mich war die wirklich zu hardcore. Ich habe die halt nicht so gut haben können. Aber wenn du eine nicht so ultrasensible Haut hast, kann man das wirklich toll verwenden. Und man bekommt halt wirklich so einen Blush-Effekt dadurch. Also quasi, es wird einem schon warm damit, ne? Im Winter eine geile Kiste, wenn du draußen am Schneeschippen warst, wieder reinkommst, die ist sackenkalt, mach dir das Ding drauf und die wird wieder schön warm, auf jeden Fall im Gesicht. Ja, aber für mich ist es leider nichts. Die Nummer 15. Was für eine Reise werden wir nun angehen? Hier sind zwei Sachets drin. Oh ja, die ist klasse. Das ist die Oyster Skin Balance Mask und hier haben wir 2x10 ml drin enthalten. Das ist so eine richtig schöne hautklärende Maske. Jedenfalls macht sie das bei mir. Kannst du ein bis zweimal pro Woche verwenden und die trocknet auch so ein bisschen, aber die trocknet nicht so intensiv. Das heißt, es trocknet die Haut nicht aus. Und das gefällt mir richtig gut. Die macht ein schönes, verfeinertes Hautbild und hier steht, dass die mattierend und entzündungshemmend ist, genau. Und das verwende ich halt super gerne, wenn ich so meine Los Vojos habe und da habe ich halt gerne unreine Haut und dann ist die Oystermaske so ein bisschen mein Helfer in der Not. Hier oben haben wir die Nummer 16. Oh ja, es ist eine Handcreme. Okay, sie hat ein weihnachtliches Muster drauf, deswegen ist es okay. Und eine Handcreme pro Adventskalender finde ich auch in Ordnung, muss ich sagen. 30 ml haben wir hier drin und das ist die Handcreme in der Winteredition. Genau, das ist dann wahrscheinlich nochmal extra pflegend, weil Winterhände brauchen nochmal ein bisschen mehr Pflege. Und jo, das geht klar, oder? Na, ist in der Nummer 17 meine Caviar Deluxe Ampulle drin? Mal gucken. Nein, es ist die Hyaluronic Urea Hydro Boost Maske vor allem, ne? Ampulle. Und ja, die gibt eben durch das Urea nochmal ordentlich Feuchtigkeit ins Gesicht rein. Und das finde ich auch schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Vielleicht ist in der Nummer 18 jetzt endlich meine Caviar Deluxe Ampulle drin. Die ist so gut, Leute. Ich möchte da jetzt bitte endlich von schwärmen dürfen. Auch die Q10 und die Hyaluronic Urea ist gut. Auch die Multitasking-Ampulle ist gut, weil die kannst du super als Make-up-Grundierung auch nehmen. Aber es ist nicht die Caviar Deluxe. Ist die hier überhaupt drin? Bitte. Oh Mann. Kommen wir nun zu der Nummer 19. Mal gucken, was wir hier drin haben. Bestimmt keine Caviar Deluxe-Ampulle. Ist aber nicht schlimm, denn Dalton hat auch noch ganz andere schöne Produkte drin. Zum Beispiel die Augencreme, die ich auch aktuell in Verwendung habe. Die gab es nämlich mal in der Glossybox. Die Blue Essentials All Eyes on You Brightening Eye Cream. Die verwende ich aktuell abends. Hier sind 15 ml drin. Und die ist toll. Die ist richtig toll. Die zieht extrem schnell ein, aber hat diese Tiefenpflege. Das merke ich morgens, wenn ich aufwache, dass ich nicht aussehe wie ein Gollum, sondern dass ich halt schon irgendwie halbwegs okay aussehe. Und deswegen, also das verdanke ich auch mitunter dieser Augencreme, denn ich habe schon einige getestet und dann sehe ich ja auch den Unterschied. Und die ist echt gut, die mag ich gerne leiden. Und die hat auch entweder ein Glow mit drin oder eine leichte Tönung, das weiß ich gar nicht. Die ist nämlich so leicht Champagnerfarben, wenn ich die so auf dem Finger drauf habe. Ich habe mir das aber noch nie so nah angeguckt, weil ich abends halt auch keine Brille mehr trage, wenn ich mir die drauf mache, ne? Ob das jetzt schimmert oder ob das irgendwie abgedeckt ist, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schauen wir uns mal die Nummer 20 an. Sie ist klein, da wird sicher eine Ampulle drin sein.
Okay, ja, das ist die No Filter Needed Ampulle und die soll halt auch so ein bisschen das Hautbild weicher zeichnen und halt tatsächlich so eine Art Filter übers Gesicht legen, in Anführungsstrichen, ne? Halt so eine hautbildverfeinernde Geschichte. Ist ganz schön, ist ganz nice, ist aber nicht Kaffee Deluxe, Mann. Auf der Nummer 21 steht ganz charmant Beautiful drauf. Das finde ich charmant. Wirklich cool, ne? Okay, was haben wir hier drin? Oh, ja, die finde ich auch toll. Das sind die Hydrogel Eye Pads, Instant Effect, Panthenol und Hyaluronsäure bei By Tired Eyes. Die sind auch klasse und das ist auch ein relativ neues Produkt. Zusammen mit der Caviar Deluxe Maske ist es nämlich recht neu auf den Markt gekommen dieses Jahr. Und deswegen finde ich es auch schön, dass sie das direkt mit in den Adventskalender aufgenommen haben. Die Nummer 22 ist auch wieder so ein schönes, großes Ding. Oh ja, die darf natürlich auch nicht fehlen. Hier haben wir nämlich diese Oxygen Bubble Mask drin. Die ist witzig, Leute. Die kannst du nicht zweimal verwenden, nein. Und die lässt man auch nur 5 bis 10 Minuten drauf. Denn du nimmst diese Maske, wenn du relativ unreine Haut hast oder wenn du einfach Bock drauf hast, deine Haut intensiv zu reinigen, legst sie auf dein Gesicht und dann macht das in kürzester Zeit und du siehst aus wie ein Schneemann. Ohne Witz, es ist hart. Also das ist so eine gute Maske und ich hatte die auch schon mal einer Freundin gegeben und die hat die ausprobiert und die sagte, wow, meine Haut fühlt sich super geklärt an und gleichzeitig extrem weich. Also das ist nicht dieses super austrocknende Gefühl, sondern du hast halt auch gleichzeitig diese Pflegegeschichte mit dabei und das macht die Maske halt echt nochmal einen Tick geiler, so als, ne? Finde ich nice. Produkt. Aber trotzdem ist die Hydrogel-Maske mein absolutes Lieblingsprodukt, was Masken angeht von Dalton. Kommen wir zu der Nummer 23 und der letzten Chance im Adventskalender, die Caviar Deluxe Ampulle drin zu haben. Wobei es auch total fancy wäre, wenn die in die 24 einfach so ein komplettes Tray davon reingepackt hätten, so als wir denken an dich, Claudinchen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, meine extreme Obsession dafür ist noch nicht ganz so bekannt, ne? Okay, also hier ist sie aber tatsächlich drin, die Caviar Deluxe Cellumare Intense, die ist so geil, Leute. Ja, die macht euch ein wundervolles, fantastisches Gesicht und die weiß ich nicht, warum ich die so geil finde, aber die macht halt einen Effekt und das ist eine Ampulle, die ich verwenden würde, wenn ich halt irgendwas krass Geiles vorhabe, wenn ich, so Gott will, irgendwann mal heiraten würde oder wirklich zu Weihnachten. Deswegen passt es auch tatsächlich für die 23. Oder wenn ich, keine Ahnung, irgendein geiles Event habe und ich möchte einfach eine fantastische Haut haben, da ist die Caviar Deluxe Creme, nein, nicht Creme, Ampulle, wirklich der Hammer. Ich kann sie euch super empfehlen. Trommelwirbel, die Nummer 24 ist dran. Wow. Ich wollte gerade ganz charmant dö-dö-dö-dö machen. Und was mache ich? Ich hau Erwin an und schmeiße den ganzen Adventskalender um. Läuft. Ist gerade noch so gut gegangen hier. Okay, nochmal für den Effekt. Dö-dö-dö-dö. Die Nummer 24. Oh mein Gott. Okay, sie ist riesig und da ist was drin. Ah, okay, die habe ich auch schon mal gehabt. Das fand ich ganz, ganz okay, wenn ich ehrlich sein darf. Ich war nicht davon mega überwältigt. Ist aus dieser sehr teuren Reihe das Soul Inspirational Skincare Glow Gesichtsöl, ist das. Ja, ich bin ehrlich, ne? Ich hatte das verwendet, als ich das erste Mal mich durch das Dalton-Sortiment testen durfte. Und da fand ich das jetzt nicht so überragend, ne? Da fand ich die Cremes tatsächlich noch ein Müh besser, Müh ist gut, ein gutes Stück besser. Und ja gut, aber es ist drin, ich werde es verwenden und vielleicht hatte ich einfach nur ein Montagsprodukt und vielleicht wird mir das jetzt noch ein bisschen besser gefallen. Ich werde es wieder ausprobieren. Wir haben hier so eine schöne Pipette drin, das ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Das sollte man halt vorher schütteln, damit sich die beiden Phasen auch gut verbinden können. Das ist eine Wasserphase und eine Ölphase. Und ja, vielleicht habe ich das einfach falsch angewendet. Ich muss mal gucken und euch dann im Aufgebraucht-Video davon berichten. Der Adventskalender ist nun leer und gefallen hat er mir sehr. So, um das mal mit einem Reim zu beenden. Der soll einen Warenwert von ungefähr 330 Euro haben und ich denke, dass er das auch locker erreichen wird. Wir haben hier ziemlich gute Produkte drin, eine schöne Auswahl aus dem Sortiment und ich mag diese Auswahl auch sehr gerne. Hätte mir ganz persönlich aber tatsächlich gewünscht, dass hier noch das ein oder andere Bodyprodukt mehr drin gewesen wäre, weil die haben sehr geile Produkte in dem Sortiment, was Körperprodukte angeht, aber trotzdem, die Sachen, die enthalten sind, werde ich anwenden und da werde ich mich in der Anwendung jedes Mal drüber freuen und an den Adventskalender zurückerinnern und wie ich ihn geöffnet habe. Ich finde es klasse, in welchem Design er daherkommt. Das ist sehr erwachsen. Ich mag es, dass wir hier echt
hochwertige Geschichten drin haben und auch einen hochwertigen Adventskalender haben, den ich wieder befüllen und weiterverwenden werde tatsächlich. Und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Dalton-Team für die Zusendung des Adventskalenders und die Möglichkeit, eben den Code Presale Claudi ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision, aber ihr bekommt dadurch 20% Rabatt auf den Adventskalender. Dass ich den hier raushauen darf, finde ich so geil. Also vielen, vielen Dank. Falls ihr Bock auf den Adventskalender habt und ja, ne, dann gönnt euch hart. Definitiv eine lohnenswerte Geschichte, um das mal so zu sagen. Und denkt auf jeden Fall an die Verlosung, wie schon eben angekündigt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!